Liebe Hörerinnen und Hörer, heutigen Tags, wo die Corona-Pandemie fast unsere gesamte Aufmerksamkeit auf sich zieht, wird immer einmal wieder an das Jahr 1348 erinnert. Es scheint, als würde da ein ferner historischer Anknüpfungspunkt für uns zur Verfügung stehen, der uns hilft, unsere eigenen Erfahrungen historisch einzuordnen. Das Jahr 1348 ist nämlich in unser historisches Gedächtnis eingegangen als das Jahr, in dem die Pest nach Mitteleuropa kam. Gemeint ist damit nicht irgendeine Seuche, das ist nämlich die weitere Bedeutung der lateinischen Begriffe Pestilentia oder Pestis, Seuche oder Epidemie. Gemeint ist spezifischer die Beulen- und die Lungenpest, ausgelöst durch den Bacillus Yersinia pestis, der benannt wird nach seinem Entdecker aus dem Jahr 1894, dem Arzt und Bakteriologen Alexandre Yersin. Auf den Menschen übertragen wird dieses Bakterium vornehmlich durch die Ratte und den Rattenfloh. Was um 1348 in Europa vor sich ging, ist zumindest in Grundzügen rekonstruierbar und bekannt, wenn die Medizinhistoriker auch bisweilen mit überraschenden neuen Hypothesen zur Stelle sind. Wir wissen, dass ein erheblicher Teil der Bevölkerung an der Seuche starb. Wir sind darüber unterrichtet, wie schockierend für die Zeitgenossen die Hilflosigkeit gegenüber dem Geschehen war. Wir wissen um die Geschwindigkeit, mit der der einmal infizierte Körper verfiel. Die Welt schien zu verweisen, denn auch die Überlebenden kümmerten sich zunächst einmal um gar nichts mehr. Kühe brüllten auf der Weide, weil sie nicht mehr gemolken wurden. Der kollektive Schock, den die Bevölkerung erfuhr, war enorm. Seit der Spätantike, genauer seit dem 6. Jahrhundert unserer Zeitrechnung, hatte es keine derartige Pandemie mehr gegeben. Kriege, Missernten und Hungersnöte durchaus, aber nicht so etwas. Seriöse Schätzungen besagen, dass von 3 Menschen während dieser ersten Pestwelle in Europa, der bald weitere folgen sollten, mindestens einer starb. Die Karte, die Sie hier sehen, soll Ihnen eine Vorstellung von der Ausbreitung des Bakteriums geben. Sie sehen, es handelte sich um eine globale, keine europäische Katastrophe. Das sei besonders stark betont, da ich mich im Folgenden auf die europäischen und hier wiederum beispielhaft auf die deutschen und englischen Fälle beschränken werde. Die englischen, weil sie besonders gut erforscht worden sind. England verfügt im späten Mittelalter über eine recht fortschrittliche Verwaltung und die schlägt sich in einer Masse von Verwaltungsschrifttum und Gerichtsakten nieder. Daher sind wir für den englischen Fall nicht so einseitig auf die Geschichtsschreiber angewiesen, auf die Chronisten der Zeit. Das ist für uns Historikerinnen und Historiker ein strategischer Vorteil, wenn es um Wissen über sozialgeschichtliche Zusammenhänge geht. Der Blick ins Reich, sagen wir also nach Deutschland, ist wichtig, weil die Pest hier zu einer weit ausgreifenden Welle von Verfolgungen und Morden an der jüdischen Bevölkerung führt. Von den Judenmorden im Zusammenhang der Pest sollte man wissen, daher schwenke ich später vom Beispiel England auf diesen Fall zurück und gehe in aller gebotenen Kürze auf den Nexus zwischen Pest und Judenverfolgungen ein. Einsetzen möchte ich in Prag, das als Zentrum des Königreichs Böhmen zum Reich gehörte. Mit diesem Beispiel bekommen wir es auch mit einer Universität zu tun und wir können daran wenigstens ansatzweise eine interessante Phase des Geschehens studieren, nämlich die Zeit, in der das Wissen um die Pest schon da war und sei es auch ein Wissen, das sich in Gerüchten erschöpfte, die Pest selbst aber noch nicht. Nun, 1348 war für Prag eigentlich ein sehr gutes Jahr. Der Landesherr, der römisch-deutsche König Karl IV., der zugleich König von Böhmen war, stiftete in der Stadt die erste Universität des Nordalpinen Reichs.
Mit der Universität kamen die Scholaren, also die Studenten, die sich an der neuen Hochschule immatrikulieren wollten. Der Chronist Franz von Prag berichtet davon, welches Wissen ein solcher Student in die Stadt mitbrachte. Ich zitiere im Folgenden eine Übersetzung. Im Jahre 1348 zogen einige Studenten von Bologna gegen Böhmen und Zahn, das in den Städten und Burgflecken wenige Menschen am Leben waren und in einigen alle gestorben. In vielen Häusern waren noch Lebende, von der Krankheit niedergeworfen und konnten einer dem anderen nicht einen Trunk Wasser reichen, noch irgendwie behilflich sein, und so starben sie in großer Kümmernis und Angst. Auch die Priester, die mit Sakramenten, und die Ärzte, die mit Medikamenten den Kranken gedient hatten, waren von ihnen angesteckt worden und starben, und sehr viele schieden nach dem Tod der Priester ohne Beichte, ohne die Tröstungen der Kirche aus diesem Leben. Man hatte aber große Gruben ausgehoben, breit und tief, in denen die Leichname Verstorbener begraben wurden. Vielerorts wurde vom Leichengeruch die vergiftete Luft noch mehr verpestet, was übler schadet als vergiftete Speise, weil kein Überlebender zurückblieb, der die Toten hätte begraben können. Es kam aber schließlich von den genannten Studenten nur einer nach Böhmen zurück. Seine Begleiter starben auf dem Weg. Meine Damen und Herren, wenn Sie in der vergangenen Woche den Eingangsvortrag des Kollegen Reitemeier verfolgt haben, dann wissen Sie, dass wir schon jetzt die Wichtigkeit seiner Leitkategorien Katastrophe, Pandemie und Vulnerabilität nachvollziehen können, ja, dass diese uns helfen, die Vorgänge an der Mitte des 14. Jahrhunderts adäquat einzuordnen. Der vierte Reitemeiersche Begriff, die Resilienz, wird dagegen heute etwas in den Hintergrund treten. Nehmen wir nur die Kategorie der Katastrophe. Sie können wir an unserem Eingangsbeispiel insofern weiter bestimmen, als wir uns klar machen, dass anders als bei einem Erdbeben, einer Sturmflut oder dergleichen, die Pandemie in zwei Phasen kommt. Erst kommt das Wissen um die Seuche, wie gesagt, in unklarer Form, etwa in Gestalt von Gerüchten und so weiter. Wir müssen uns ja nur daran erinnern, wie die Nachrichten aus China und Italien vor wenigen Wochen einen allmählich immer wichtigeren Platz in unserer Wahrnehmung und unseren Handlungsentscheidungen gespielt haben. Erst nach diesem Wissen kommt dann die Infektionswelle selbst. Die zeitliche Zone, in der das Wissen schon da ist, ohne dass schon jemand infiziert wäre, das werden wir am fatalen deutschen Beispiel sehen, kann sozial äußerst folgenreich sein. Hier können sich Dinge ereignen, die für gesellschaftliche Gruppen und Großgruppen genauso gefährlich, ja tödlich sind, wie das Bakterium selbst. Was die Vulnerabilität anbelangt, so hilft uns unsere Prager Quelle, eine erste wichtige Frage an das weitere Material zu stellen, nämlich, wie traf die Pest die Bevölkerung bei ihrem Erstauftreten an der Mitte des 14. Jahrhunderts? Inwiefern unterschied sich die gesellschaftliche Reaktion von 1348 von derjenigen der späteren Pestwellen? Denn die Seuche wurde von da an zu einem beständigen Begleiter der europäischen Gesellschaften. In England etwa kam sie regelmäßig, unregelmäßig wieder. 1361, dann 1369, 1374 bis 79 hier und da, 1390 bis 93, 1407, 1334, 64, 71, 79, 85 und dann weit in die Neuzeit hinein. Die englische Hauptstadt London wurde im 15. Jahrhundert ganze 20 Mal von der Pest heimgesucht. Das Erstereignis von 1348 herauszuheben, ist durchaus berechtigt, denn hier können die Menschen auf keinerlei kulturelles Wissen zurückgreifen, wie mit dieser Situation genau umzugehen ist. Sie versuchten sich durchaus an Erklärungen, das werden wir sehen, aber Routinen oder irgendwelche raffinierteren Strategien standen keine bereit.
Was ist der früheste Beleg für das Auftreten? Genauer müssten wir ja sagen, das Wiederauftreten nach Jahrhunderten dieser Krankheit. Ein russischer Archäologe ergrub unweit des Balchaschsees in Kasachstan den Friedhof einer mittelalterlichen Christengemeinde. Ihm fiel dabei die große Zahl von Gräbern aus den Jahren 1338-39 auf und tatsächlich wurde auf drei Grabsteinen eine Seuche als Todesursache erwähnt. Bald danach erreichte die Epidemie die Mongolen am Unterlauf der Wolga. Als die Mongolen 1345-46 die Genueser Handelsniederlassung Theodosia auf der Krim belagerten, ließ der Mongolenkhan die Leichen von Seuchenopfern über die Mauer in die Stadt katapultieren. Es nützte den Genuesern nichts, dass sie diese Toten sofort ins Meer warfen. Über die weit verzweigte Handelstätigkeit genueser Kaufleute gelangte die Seuche nach Konstantinopel, nach Kairo und Messina. Sie verbreitete sich auch weiterhin mit hoher Geschwindigkeit, weil der Erreger nicht nur auf dem Landweg transportiert wurde, sondern immer zugleich über das Meer, also über weite Strecken. Von Messina verbreitete sie sich Anfang 1348 im europäischen Mittelmeerraum, in Pisa, in Genua selbst, in Venedig, dann in Marseille und Barcelona. Im April hielt sie in Florenz Einzug, ein Ereignis, das Giovanni Boccaccio im Eingangsteil zum ersten Tagesbericht seines Decamerone, also einer Sammlung von Erzählungen, plastisch beschreibt. Die Engländer wussten spätestens seit dem August 1348 davon, dass sie von einem Übergreifen bedroht waren, denn die Nachricht von den Sterbefällen im festländischen Stützpunkt Englands in Calais erreichten die Insel. Doch nicht von dort, sondern wahrscheinlich von einem Schiff aus der Gascogne wurde die Pest in die südenglische Hafenstadt Malcolm Bridges, das ist heute ein Vorort von Weymouth, nach England eingeschleppt. War die Pestilentia, die Magna Mortalitas des 14. Jahrhunderts, aber tatsächlich identisch mit der Krankheit, die man im 19. Jahrhundert bakteriologisch als die Pest bestimmte? Zunächst fällt die Antwort leicht, da manche der mittelalterlichen Chroniken genau vom Hauptsymptom jener sogenannten Beulenpest sprechen, die Yersin später auch wahrnehmen sollte, von Beulen, die sich in der Leisten- und Achselgegend des erkrankten Körpers breit machen. Boccaccio etwa berichtet ausdrücklich von diesen Schwellungen, ich zitiere, von denen einige mehr oder weniger die Größe eines Apfels oder Eis erreichten. Zitat Ende. Binnen kurzer Zeit hätten sie sich in schwarze und blaue Flecken verwandelt. Eher als bei Menschen breitet sich diese Seuche unter Nagetieren aus, unter Erdhörnchen, Murmeltieren, Ratten, aber auch bei Präriehunden. Menschen scheinen nur das sekundäre Opfer gewesen zu sein, und zwar wegen der Nachbarschaft von Menschen und Ratten. Stirbt eine Ratte an der Seuche, dann rettet sich der Hauptüberträger, der Rattenfloh, zu einem neuen Wirt. Dabei wird er stets eine andere Ratte einem Menschen vorziehen. Mit dieser Feststellung sind die offenen Fragen um die Verbreitung der Pest schon angesprochen. Wieso wurden überhaupt so massenhaft Menschen von der Infektion betroffen? Und vor allem, wieso berichten die Chronisten nichts von einem Massensterben von Ratten, das das Massensterben der Menschen logischerweise hätte begleiten müssen? In der chinesischen Pestwelle von 1894 konnte man genau das beobachten, wie ein Augenzeuge aus der Provinz Kanton berichtete. Ich zitiere, die Ratten kamen am helllichten Tag aus ihren Löchern, taumelten in einem Zustand der Benommenheit umher und starben. Zitat Ende. Ein chinesischer Beamter sammelte angeblich 22.000 tote Ratten ein.
Doch gibt es neben der Beulenpest noch eine weitere wichtige Variante dieser Krankheit, nämlich die Lungenpest, die anders als die Beulenpest wie eine Erkältungskrankheit durch Tröpfcheninfektion übertragen wird. Sie ist in ihrer Konsequenz noch weitaus gefährlicher als die Beulenpest. Der Patient stirbt in diesem Fall in der Regel so schnell, dass es erst gar nicht zur Bildung der Beulen kommen wird. Im Extremfall kann der Tod hier schon nach wenigen Stunden eintreten. Und tatsächlich gibt es andere Berichte von Zeitzeugen, die den Verdacht aufkommen lassen, bei der Seuche von 1348 habe die Lungenpest die entscheidende Rolle gespielt. So berichtet beispielsweise Guy de Chauillac, der päpstliche Leibarzt in Avignon, von, Zitat, beständigem Fieber und Blutspucken, Zitat Ende, sowie dem darauf in 3 Tagen folgenden Tod. Diese Beobachtungen passen besser zur Lungen- als zur Beulenpest. Allein die Lungenpest kann die Epidemie allerdings auch wieder nicht gewesen sein, denn diese folgte einem deutlich erkennbaren jahreszeitlichen Rhythmus. Das wiederum lässt eher auf die Übertragung durch Flöhe schließen. Diese Ungereimtheiten lassen sich aber vielleicht dadurch wenigstens teilweise erklären, dass man eine Gemengelage verschiedener Formen der Pest annimmt. Unser amerikanischer Kollege David Herlihy hat zudem zu bedenken gegeben, dass sie auch Erreger mutieren. Die bakteriellen Grundlagen mögen also Mitte des 14. Jahrhunderts andere gewesen sein als 1894. Wie hoch war die Mortalitätsrate? Nehmen wir uns für diese Frage einen Augenblick Zeit, weil uns das die Gelegenheit gibt, in die empirische Arbeit der Forscherinnen und Forscher hineinzuschauen. Mittelalterliche Chronisten sind chronisch schlecht, wenn es um Zahlen geht. Zahlen haben für sie eine stark symbolische Bedeutung. Wenn einer von ihnen schreibt, dass nur einer von 10 überlebte, will er damit etwas anderes ausdrücken, als wir, wenn wir von 10% sprechen. Er will damit symbolisieren, sehr viele sind gestorben. Es gibt nicht viele Quellenkarten, zu denen Historiker abseits der Geschichtsschreibung greifen können. Mit einer von ihnen, einer englischen Spezialität, nämlich den sogenannten Inquisitiones post mortem, kann man immerhin den Verlust an denjenigen adligen Männern berechnen, die Krongüter innehatten. Diese hatten sicher bessere Chancen, nicht infiziert zu werden, denn sie waren besser ernährt als der größte Teil der sonstigen Bevölkerung und konnten sich leichter aus betroffenen Gegenden zurückziehen, zum Beispiel auf ihre Landsitze fernab der dicht bevölkerten Städte. Greift man wiederum die Gruppe der Peers, also der Hochadligen, heraus, dann lag die Sterberate im Jahr 1348 bei 4,5%, im Jahr darauf aber bei 13%. Und selbst dabei handelte es sich ja nicht nur um Pesttote, sondern auch um Männer, die andere Tote gestorben sind. Und fast überflüssig zu erwähnen, das muss man dazu sagen, registriert werden hier nur die Männer gestorben sind, aber natürlich auch Frauen. Achtet man auf sämtliche Inhaber von Kronland, dann liegt die Rate für 1348 und 49 bei 27%. Neben diesen Berechnungen anhand der Inquisitiones post mortem wurden auch die Archive einzelner Grundherrschaften studiert, um Angaben über die Sterberate unter der Landbevölkerung zu gewinnen. So zum Beispiel diejenige der Abtei Crowland nördlich von Peterborough. Im zugehörigen Dorf Okington starben 35 von 50 Stelleninhabern, das wären also 70%. In Cottenham 33 von 58, das sind 57%. In Dry Drayton 48%. In Bishopswaldham, einem Gut des Bischofs von Winchester, starben 66% aller Stelleninhaber, in einem anderen dagegen 33%. Lohnend war es auch, die Register der englischen Bischöfe zu studieren, da in diesen in der Regel vakant gewordene Priesterstellen anlässlich ihrer Wiederbesetzung registriert wurden.
Besondere Aufmerksamkeit hat man dabei der Diözese Litchfield geschenkt, weil in deren Registern ausdrücklich vermerkt wurde, wenn eine Stelle durch den Tod ihres Inhabers vakant wurde. Sie verraten also recht zuverlässig eine Sterberate von 40% unter den Priestern. Priester waren freilich besonders anfällig für die Seuche, da sie ja wenigstens theoretisch das Viaticum, das ist das Sterbesakrament, den Sterbenden zu reichen hatten. Anhand der bischöflichen Register erkennt man auch die weite Spanne in der Sterberate in ihrer Abhängigkeit von der Bevölkerungsdichte des Landes. Im Dekanat Balmer, das zu York gehört, das ist eine fruchtbare Gegend mit bevölkerungsreichen Dörfern, lag die Mortalitätsrate bei etwa 50%. Im Dekanat Rydale, einer gebirgigen Gegend, betrug sie nur 28%, zudem nur müssen Sie sich Gänsefüßchen dazu denken. Und in Cleveland, inmitten der Hochmoore, also einer dünn besiedelten Gegend, 22%. Glaubten die Zeitgenossen, sich vor der Pest schützen zu können? Während der Pestwelle selbst begegnet uns meist eine fatalistische Haltung gegenüber dem, was man miterlebte. Doch scheinen die Zeitgenossen anlässlich der zweiten Pestwelle 1361 verstanden zu haben, dass man möglicherweise auch künftig von dieser Seuche behelligt würde. In dieser zweiten Welle waren so auffallend viele Kinder unter den Opfern, dass man sie in der heutigen Forschung als die Mortalität des Enfants bezeichnet. Auch weiterhin, 1369 und mit ihrem abermaligen Wiedererscheinen waren es Kinder, die von dieser Krankheit besonders häufig befallen wurden. Was soll man daraus schließen? Offenbar schützte es den Menschen in gewissen Grenzen, die Pest einmal überlebt zu haben. Kam sie wieder, dann war man in gewissen Grenzen immunisiert. Diese Frage beschäftigt uns ja gegenwärtig auch. Bald versuchte man sich auch auf medizinischem oder diätetischem, das heißt ernährungsbezogenem Weg vor der Krankheit zu schützen. Die europaweit wichtigste Stellungnahme zur Ausbreitung der Pest wurde noch 1348 in der Form eines Pestgutachtens von der Medizinischen Fakultät der Universität Paris erstellt. In England spielte der Traktat eines gewissen Johann von Burgund eine große Rolle. Ein Text, der ins Englische übersetzt wurde. Inhaltlich entsprechen die in diesen Werken gegebenen Erklärungen und Ratschläge freilich nicht immer dem, was wir heute von einem medizinischen Traktat erwarten würden. Die Erklärungen operieren mit einer astronomischen Deutung der Lage, was bedeutete, dass man die Seuche auf eine besondere Sternenkonstellation zurückführte. Das war auch der Standpunkt, der in dem Pestgutachten der Pariser Universität eingenommen wurde. Neben dieser Erklärung finden wir eine medizinische Theorie der Infektion, die charakteristisch für die zeitgenössische Wissenschaft war, die sogenannte Miasma-Theorie. Miasmen waren der antiken und mittelalterlichen Medizin zufolge kleine Partikel in der Luft, die Krankheiten transportierten. Man glaubte, dort Miasmen erkennen zu können, wo es schlecht roch. Daher erlangte auch die Redeform von der verpesteten Luft fürs Spätmittelalter und die frühe Neuzeit ihre Bedeutung. Diese Anschauung lag auch den Ratschlägen des Johann von Burgund zugrunde, die in England offenbar besonders fleißig gelesen wurden. Auch er glaubte, dass die Seuche durch verpestete Luft weitergetragen würde und dass ein gesundes, gemäßigtes Leben den besten Schutz böte. Er empfahl Bewegung, leichtes Essen, aromatisierte Weine und ermahnte, Bäder und zu meiden, denn heißes Wasser öffne die Poren der Haut und erleichtere damit das Eindringen der verpesteten Luft. An kaltem oder an nebligen Tagen sei es besser, die Fenster geschlossen zu halten und die Luft in den Räumen zu reinigen, indem man Wacholderzweige verbrenne oder bestimmte Essenzen auf der Feuerstelle verschütte. Den Namen des Apothekers in den Niederlanden, bei dem man diese Essenzen erhalten kann, gab Johannes gleich mit an.
Menschen, die bereits erkrankt waren, empfahl man Aderlässe, wobei man aber erst feststellen müsse, so hieß es, welche Seite des Körpers denn erkrankt sei. Ein gewisser Thomas Forestier, der in der Zeit um 1500 einen Traktat verfasste, gab einen besonders praktischen Ratschlag. Im Ganzen betrachtet sei es wahrscheinlich ratsam, soweit es irgend möglich war, Ärzte zu meiden. Es würde sich zweifellos lohnen, beim englischen Beispiel zu bleiben und die soziokulturellen Auswirkungen der Pest gerade an diesem Fall zu erörtern. Wir würden dann viel lernen darüber, etwa wie und warum eine solche Seuche gesellschaftliche Schichten auf breiter Front ökonomisch auch besser stellen konnte. Denn Manpower von Lohnarbeitern wurde durch die hohe Mortalität verknappt, sodass die Überlebenden Löhne auf einem ganz anderen Niveau einfordern konnten. So unbehaglich uns auch bei diesem Gedanken ist, so müssen wir doch eingestehen, dass die Seuche und die aus ihr resultierende Mortalität ganzen sozialen Schichten zu ökonomischer Besserstellung verholfen hat. Es waren die Toten, die an der Pest Verstorbenen, die sozusagen die Zeche für diese Besserstellung bezahlten. Wir würden auch sehen, wie die Gesetzgeber, in diesem Fall der König und die Parlamente, versuchten, diese unerwünschten Entwicklungen durch die Einführung einer Lohn- und Arbeitsgesetzgebung, übrigens auch einer Bettelgesetzgebung, zu kontrollieren. Wir würden fernerhin feststellen, wie das englische Rechtssystem funktional umdefiniert wurde, insofern es stärker als jemals zuvor zum Wahrer einer sozialen Ordnung gemacht wurde. Und wir würden sehen können, wie sich in der neuen Situation das Geld als ein fluides, leicht konvertibles Instrument zum Entgelt von Arbeit und Pacht durchsetzte. Wir könnten beobachten, wie neue soziale Stereotype entstehen und politisch relevant werden. Die Pest ist etwa die Geburtsstunde des Klischees vom sogenannten starken Bettler, dem Sturdy Beggar and Mighty Vagabond, also dem Typen, der genauso gut arbeiten könnte, statt am Eingang zur Kirche zu sitzen und zu betteln. Immer stärker und immer stärker ist von diesen sogenannten unverdienten Armen die Rede. Und wir würden sehen, wie die Formen der Frömmigkeit sich verändern. Wir verlassen nun aber den englischen Fall und wenden uns einem Zusammenhang zu, der für die Betrachtung der großen Pest in Kontinentaleuropa und hier insbesondere für das Reich von zentraler Bedeutung ist. Das ist der Zusammenhang mit der großen Verfolgungswelle an den Juden, der lange bekannt ist, der aber erst in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg ganz allmählich, erschreckend allmählich, möchte man sagen, seinen Platz in den historischen Lehrwerken eingenommen hat. Bekanntlich begegnen uns pogromartige Gewalt an Juden in unseren Quellen schon seit den frühen Tagen der Kreuzzugsbewegung. Und auch in den Jahrzehnten unmittelbar vor der Pest hatte es derartiges gegeben. 1298 die Pogromwelle des sogenannten König Rindfleisch, 1302 eine in Magdeburg, im Jahr darauf in Weißensee, dann in St. Pölten im Rheingebiet, 1336-38 in der Region der sogenannten Armlederbewegung, erst 1347 im Elsass und so weiter. Verändern wir die Perspektive und achten auf einen Ort, erkennen wir erschreckende Häufungen, etwa für Würzburg. 1147, 1188, 1253, 54, 1298, 1336 und dann eben 1349. Zwar gab es regionale Schwerpunkte, nämlich Franken und das Elsass, dennoch lassen sich diese Pogrome nicht zu einer reichsweiten Verfolgungswelle hochrechnen.
Genau das ist es, was sich 1348 änderte. Im Kontext der Pest greifen die unglaublich grausamen Mordaktionen an den Juden wie ein Flächenbrand um sich. Sie lösen einander aus und einander ab. Ich greife beispielhaft und dennoch ziemlich willkürlich einmal den Januar 1349 heraus, ein relativ frühes Stadium, wenn auch nicht ganz der Anfang. Der Januar ist einigermaßen gut dokumentiert. Am 1. Januar findet in Freiburg im Breisgau ein Pogrom statt, am Tag darauf in Ravensburg, 2 Tage später in Konstanz, am 10. vielleicht auch am 24. in Speyer, am 12. in Buchhorn bei Friedrichshafen, am 16. und 17. in Basel, am 21. in Feldkirch, am Vorarlberg und in Meßkirch, nach dem 23. in Breisach am Rhein, am 30. in Ulm und in Freiburg im Breisgau, und so geht das weiter. Manche von diesen Ereignissen folgen der Logik und der Dynamik der früheren Pogrome. Sie lassen sich dann verstehen als nicht von langer Hand geplante Entladungen von Hass, angestachelt von Predigten oder von Brunnenvergiftungsgerüchten. Eine große Zahl dieser Judenverfolgungen allerdings beruhte auf Planung und Beratung. Und hier waren es durchaus nicht der sogenannte Mob und der Pöbel, denken Sie sich die Gänsefüßchen mit, der in den Berichten gerne für die Aktionen verantwortlich gemacht wird, sondern die Planungen städtischer Magistrate, unter Umständen auch Planungen der sogenannten adligen Judenherren, in dem Bedürfnis, die Schulden bei jüdischen Geldleihern loszuwerden oder aber sich selbst an die Stelle des Gläubigers zu setzen, das heißt die Zahlungsverpflichtungen zu übernehmen. Der Meilenstein in der historischen Erforschung dieser Verstrickungen, der die Vorgänge empirisch dicht rekonstruiert und in ein Szenario spätmittelalterlicher Mentalitäten eingeordnet hat. Dieser Meilenstein war ein Werk, das erstmals 1986 erschien und an dem jede weitere Erforschung von Pest, Geißlerbewegungen und Judenmorden im Reich Maß zu nehmen hatte, nämlich František Graus' große Studie Pest, Geißler, Judenmorde. Das Spätmittelalter als Krisenzeit. Nun, dieser Titel, die 3 Wörter im Haupttitel sind so gereiht, wohl weil das besser klingt. Stellen Sie sich dies nicht als eine chronologische Reihenfolge vor, würden wir die 3 Begriffe chronologisch reihen, dann hätte das Buch heißen müssen Judenmorde, Geißler, Pest. Darauf komme ich noch zurück. Graus war übrigens einer der bedeutendsten Mittelalterhistoriker des 20. Jahrhunderts, das sage ich nur so nebenbei. Er zeigt in diesem Buch mehrerlei sehr deutlich und ich kann hier nur summarisch und mit Blick auf den Zusammenhang von Pest und Gewaltgeschehen einiges zusammenfassen. Erstens, nicht durchweg, aber an vielen Orten gehen die Pogrome der Pest voraus oder, um es genauer zu sagen, das Wissen um die Pest ist schon da, das Bakterium aber noch nicht. Die Ereigniskette läuft also folgendermaßen. Zuerst verbreitet sich gerüchteweise Wissen von dem großen Sterben aus. Denken Sie hier an den Bericht aus der Chronik des Franz von Prag, von dem Scholaren, der in Prag ankommt. Dieses Wissen setzt in einer zweiten Phase lange gehegte Ressentiments gegenüber den Juden frei, aber auch Beratungen und Planungen dazu, wie man mittels eines Pogroms die Schulden bei jüdischen Geldverleihern loswerden oder noch besser übernehmen kann. Ein prominentes Beispiel hierfür wäre der Nürnberger Fall, bei dem uns auch als dunkler Teilhaber der Planungen König Karl IV. Begegnet. In einem Privileg, das heißt einer Urkunde, gewährte Karl im Juni 1349 dem Markgrafen von Brandenburg den Besitz von 3 der besten Judenhäuser in Nürnberg. Ich zitiere:
wann die Juden daselbes nun erst werden geschlagen. Also, auf Neuhochdeutsch, wenn die Juden eben dort demnächst getötet werden. Hier ist also vom Futur die Rede. Diese zweite Phase gibt es nicht überall, aber verallgemeinernd kann man durchaus feststellen, dass mindestens zahlreiche Mordaktionen an der Mitte des 14. Jahrhunderts kein Ausdruck eruptiver Gewalt waren, sondern kalkulierte, intentional gesteuerte Handlungen. Diese Phase mündet wiederum drittens in die Verfolgung selbst, ob es sich dabei eben um geplante Aktionen auf Initiative der städtischen Räte oder der sogenannten Judenherren, wie Karl IV. Eben einer war, handelt, oder um nicht gesteuerte Pogrome. In vielen Fällen kommt erst danach, wenn überhaupt, in einer vierten Phase die Pest selbst. Deren Auswirkungen haben wir ja am englischen Beispiel behandelt. Liebe Hörerinnen und Hörer, lassen Sie uns am Ende noch einmal einen Blick auf das Ganze dieser Pandemie versuchen. Nicht im Sinn einer Zusammenfassung, sondern mit der Neugier darauf, was wir möglicherweise aus dieser weltgeschichtlichen Katastrophe an Allgemeinem lernen können. Ich will es bei wenigen Beobachtungen belassen. Wir haben gesehen, dass ein Ereignis von dieser Sprengkraft Gesellschaften mit ihrer eigenen Kompliziertheit konfrontiert, mit der Komplexität, mit der die demografische Entwicklung in das wirtschaftliche Geschehen hineingreift und in das Recht, in die Religion, wie die Wissenschaft und nicht zuletzt in die Aushandlung kollektiv bindender Beschlüsse. Sterben die Menschen in so großer Zahl, dann verändert sich schlechterdings alles. Die Ernte, die Viehbestände, der Markt, die Preise und die Löhne, die Schichtung der Gesellschaft, die Durchsetzungschancen der Obrigkeit, das Heiratsverhalten, der Wille, die Einhaltung von Normen zu erzwingen, mit anderen Worten das Justizsystem und die Gesetzgebung. Nicht zu vergessen die Frömmigkeitsformen, die heute ein wenig kurz gekommen sind. Wie voraussetzungsreich es für die Zeitgenossen war, hier an irgendwelchen Stellschrauben zu drehen, beispielsweise indem der Gesetzgeber Maximallöhne für Landarbeiter vorgibt, das haben die Engländer ebenso erfahren, wie die Deutschen es erfahren haben, dass sich gesellschaftliche Wut kanalisieren und für Zwecke nutzen lässt, die auf ganz anderen Feldern liegen und von denen öffentlich keiner spricht. Niemals zuvor in der Geschichte des lateinischen Europa war den Betroffenen diese Komplexität so drastisch vor Augen geführt worden wie 1348. Nebenbei bemerkt, von Lateineuropa sprechen die Historikerinnen, wenn sie diejenigen Kulturen gesamthaft bezeichnen wollen, deren Gelehrtensprache lateinisch ist, nicht etwa griechisch. Vergessen haben die Europäer die große Pest nie mehr. Das ist kein Wunder, da die Seuche ja immer wieder kam. Die Lohngesetze wurden zu einer beständigen Aufgabe des englischen Statute Law und damit der Parlamente, die sich in Westminster versammelten. Die Memoria der Judenmorde wurde wachgehalten in jüdischer Erzählung und Schrift, so etwa in der Darstellung durch den 1578 gestorbenen Josef H. Cohen, der allerdings mehr über Spanien in den 1390ern zu sagen hatte, als über das Reich zur Zeit der großen Pest. Bis tief ins 20. Jahrhundert hinein blieb diese Memoria eine Lehre des jüdischen Schrifttums. Wer in Deutschland Geschichte studierte, erfuhr aus seinen Lehrbüchern herzlich wenig davon. Noch die 9. Auflage von Gebhards Handbuch der deutschen Geschichte von 1973 verwendete nur zwei Verlegenheitssätze an unverdächtiger Stelle auf die Judenmorde und das in dem Kapitel Reichstheorie unter Ludwig dem Bayern, die deutsche Mystik. Anders sieht es dann in der 10. Auflage aus, die vor wenigen Jahren erschien. Der Autor Christian Hesse widmet dem Thema einige Aufmerksamkeit,
Immerhin gab es ja mittlerweile auch glänzende empirische Untersuchungen, von denen ich die von František Graus ja beispielhaft genannt habe. Erwähnen sollte man vielleicht auch Initiativen wie die Gründung des Aire-Maimon-Instituts für Geschichte der Juden an der Universität Trier im Jahr 1996 auf Betreiben von Alfred Haverkamp oder die Tatsache, dass das editorische Flaggschiff der deutschen Mittelalterforschung, die Monumenta Germaniae Historica mit Sitz in München, seit einigen Jahren hebräische Texte aus dem mittelalterlichen Deutschland herausgeben, so der Titel der Reihe, und damit unsere Forschungsgrundlage beständig erweitern. Was bleibt für die Zukunft zu tun? Fallstudien werden immer willkommen sein, aber am wichtigsten fände ich es, die sozialen Bewegungen in den Städten und auf dem Land besser zu verstehen, die von der Pest oder jetzt sollten wir vielleicht besser sagen, vom Wissen um die Pest ausgelöst wurden und die ihre ganz eigene Dynamik, eben auch mörderische Dynamik, entfalteten. Der britische Kollege Samuel Cohn Jr. publiziert in dieser Richtung, aber es gibt da noch einiges an Arbeit zu tun. Damit soll es aber für heute genug sein. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und will mich gleich verabschieden, Sie aber vorher noch hinweisen auf den nächsten Beitrag unserer Vorlesungsreihe. Nächste Woche spricht Niels Petersen nämlich über die große Manndränke 1362, also über eine Sturmflut. Hierzu lade ich Sie im Namen aller Vortragenden herzlich ein. Machen Sie es gut, bleiben Sie gesund.